Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und ich habe hier die Nacht tatsächlich auf diesem Regal verbracht. Ich habe sehr gut geschlafen darauf. Es ist nichts weiter passiert. Ich habe mir gedacht, ach Gott, ich warte da jetzt einfach mal oben drauf. Damit ihr hier nichts verpassen tut. Damit ihr nichts verpasst und wir jetzt da nicht irgendwas, mich da irgendwelche Zombies erwischen in der Nacht und ich gucke dann doof aus der Wäsche und habe nichts aufgenommen. Deswegen dachte ich mir, ach, ich bleibe da jetzt einfach mal sitzen und wir düsen dann jetzt hier gleich gemeinsam los. Machen wir eben das hier nochmal weg. Und dann hatte ich mir jetzt auch schon in der Nacht, ach so, ich habe in der Nacht, Entschuldigung, kurz gucken, nicht, dass jetzt hier, während ich ins Inventar gucke oder so, irgendeiner mir auf die Nerven geht. Und zwar Quests. Ich habe eine Quest gelesen, hier diese Kreischerinnen-Quest. Ich weiß, dass ich diese Zeit nicht erreichen werde, das ist mir jetzt auch relativ egal, aber ich wollte die nicht im Inventar rumeiern haben. Dann habe ich 10 Punkte in der Überlebende gesteckt, weil das auch das Wohlbefinden erhöht. Ich habe 10 Punkte in, wo ist es denn, wo ist es denn? Bergarbeitermeister gesteckt. Und nochmal 10 Punkte in Secret Stash, damit ich bessere Sachen beim Händler kriege. Ja. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben, was ich da noch so gemacht habe. Und dann fahren wir jetzt noch mal da drüben in diese Richtung. Weil irgendwie hier hinten ist die Karte noch nicht wirklich aufgedeckt. Hier haben wir ja wieder das Ostrich Hotel. Und dann müssen wir jetzt hier ja in verbrannte. Nee, in ver. Oh, das. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Sorry. In zerstörtes Biom kommen. Hier ist ein Friedhof. Da lag noch Kohle. Hier ist ein Müllhaufen, an dem ich verfluchte Axt nicht vorbeikomme. Geht schon wieder gut los. Dann ist hier also eine Tankstelle. Und was haben wir hier? Working Stiff Tools. Ach ja, Gott, was soll's, ne? Also ich wollte zwar ein, wie heißt es doch gleich haben? Crack a Book, aber gut. Auch das nehme ich gerne. Was macht ihr denn jetzt alle hier, Leute? Ihr wisst schon, dass ich gerade hier was anderes zu tun habe, aber immer diese Autogrammjäger. Nee, nee, nee. Die steht wieder auf. Hauptsache, die machen mir hier nichts in den Gebäuden und Geschäften kaputt. Na. Irgendwo war ein Schwein. Wie sie hier alle aus ihren Löchern kommen. Jetzt muss ich mich doch noch bewegen. War es das jetzt? Oder kommt da noch irgendjemand ohne Fahrschein? Wie sieht das mit dir aus, Lady? Noch nicht getroffen. Naja. Gut, was habt ihr denn hier Schönes so für mich dabei? Nix. Na gut. Ein bisschen Messing. Hier ist nix. Eine Suppe. Da können wir erstmal das hier essen. Dann kann ich mich die hier auch essen. Und dann kann ich die Suppen sammeln. Und da ist nichts drin. Den hatten wir schon, den aber noch nicht. Das ist immer gut. Wenn da nichts drin ist, ist das eigentlich nicht schlecht. Ach, die kann ich jetzt auch schon nicht mehr essen. Ach ja, dann zerlege ich die. Ich nehme die noch mit. Habe ich hier hinten noch irgendwen erwischt? Ne, nur ein Vogelnest. Dann machen wir hier mal kurz ein bisschen sauber. Soll uns ja nicht nachsagen, ne? Wir würden die Stadt dreckiger verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Oh, da links liegt noch einer. Willst du den jetzt mal zerschnibbeln hier? Dankeschön. Schade, und ich dachte wirklich hier. Oh. Das weiß mir, das ist mir jetzt erstmal egal. Ich dachte wirklich, ich würde hier ein Crack a Book finden. Aber vielleicht habe ich es nur einfach noch nicht gesehen. Das kann natürlich auch möglich sein.
Das will ich an dieser Stelle nicht abstreiten. Hörst du mal? Dankeschön. Kommt da jemand? Nee. So, ist denn hier noch Platz für irgendwas? Das hier kann ich zerlegen, auch wenn einige von euch vielleicht wieder schreien und heulen. Ich glaube, ich finde keine Messbecher mehr. Das wäre sehr unmöglich, wenn ich da jetzt noch Messbecher finden würde. Footballhelm, Kaffee. Ach, ich habe Bier. Mensch, das stackt doch. So, dann... Ach, Schwein, du hast Glück. Du hast ein Glück, da. Haben in letzter Zeit viele Tiere bei mir, ne? Also nach der Suizidfolge, nachdem die ganzen Tiere ja der Meinung waren, sie müssten Selbstmord begehen, hält sich das jetzt relativ in Grenzen, muss ich sagen. Sind jetzt hier gleich mal alle durch. Was ist das hier? Nix. Wo ist hier Randale? Ach, ist sie da nicht vorhin erst reingelaufen, die olle Kuh? Du bist aber echt... da ist meine Werkbank. Die Königin der Vollidioten hier. Hier wäre alles offen und ich treffe sie nicht. Jetzt vielleicht. Ich höre hier noch irgendeinen. Ah, ihr großer Bruder kommt, oder was? Irgendwo schlägt hier noch irgendjemand gegen. Ah, komm. Ab dafür und weg damit. Ich wollte doch nur eben in den Laden rein, da. Sie hat nichts dabei. Er hat nichts dabei. Das finde ich super. Was mit dir? Ach ja, komm. Bevor du mir hier weiterhin auf die Nerven gehst. Könnte mal ein bisschen näher rangehen, ne? Das erhöht vielleicht die Chancen auf einen Kopfschuss. Ein bisschen Wasser, das ist gut. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal hier die Workbank mitnehmen. Oh, trinken. Trinken. Und trinken. Anzug, Hose, Stofffetzen. Okay, dann möchte ich dich mal kurz zerlegen. Müsste jetzt eigentlich Stoffball rauskommen. Ja, sehr gut. Dann kann ich dich hier reparieren. Ja, ich weiß, dass ich keinen Platz habe. Dich kann ich auch reparieren. Den Cowboyhut kann ich reparieren. Und dann kann ich die Hose zerlegen, die Mütze zerlegen, den Cowboyhut zerlegen. So. Was ist denn das hier unten? Noch eine Pilzsamen. Oh, das Fässchen nehme ich aber mit. Wo denn? Ich höre euch doch trampeln. Ah, schon wieder so einer. Kommt hier noch immer einer? Ach ja, ne? Ist schon fies, wenn einem so eine Straßenlaterne mitten im Weg steht. Das ist ja... Naja, was sollte es dich jetzt noch kümmern? Mensch, ich möchte doch jetzt hier endlich mal looten, Leute. Ist doch nicht euer Ernst hier. Das war aber auch irgendwie knapp. Vielleicht sollte ich die erstmal wegmachen da draußen. Das ist mir ja nicht so viele, aber nee. Also, nochmal einmal hier anpicken. Dann nehmen wir diese. Und haben wir keinen Platz? Haben wir keinen Platz? Dann essen wir die. Und zerlegen sie und nehmen jetzt die Ranch. Puff, haben wir noch eine weitere Werkbank. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt stolzer Besitzer einer weiteren Werkbank. Dankeschön. Wollte ich schon immer mal haben. So, Müllsack, den hatte ich schon. Gut, dann möchte ich jetzt hier schon reingucken. Nein, ich wollte gegenüber in den Dingens. Und da kommt schon wieder die nächste Schnepfe. Ja. Wo ist sie denn hin? Ach, da drüben.
Also nicht, dass ich durch die ganzen Leichen, die ich hier liegen lasse, die Zombies noch mehr andocke. Das wäre natürlich, ach komm, arg blöde, aber gut. Dann gehen wir hier mal rein. Aber erstmal will ich jetzt noch Säule in mein Minibike gucken. Nicht, dass ich hier vielleicht doch noch was loswerden kann. Wie das Fass hier zum Beispiel. Und ansonsten dürfte hier, glaube ich, nichts mehr drin sein, was stackt. Dann zerlege ich die. Ja, komm, den Footballhelm zerlege ich jetzt auch. Und stecke jetzt hier einfach die Blutbeutel nochmal rein. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Hier habe ich Rezepte. Da mache ich jetzt einfach ein Klebeband draus. Es bringt mir zwar platztechnisch erstmal nichts, aber ich hoffe mal darauf, dass ich hier in diesem Gebäude. Was denn? Ist hier einer drin oder kommt noch einer von draußen? Echt jetzt? Da hinten. Oh! Leute, ich will noch nur looten. Oh, das Auto getroffen. Na, super. Oh, ein Müllsack. Nix drin. Ich glaube, ich muss dann trotzdem gleich einfach mal kurz mit der Axt hier lang gehen und für Klarheit sorgen, sonst nimmt das hier hoffentlich, nimmt das hier scheinbar überhaupt kein Ende. So. Dann gucken wir noch mal kurz, was du hier so drin hast. Weil mit der Axt geht das doch nochmal um einiges schneller. Als jetzt mit dem Messer. Das auch schon wieder nicht schlecht geworden ist. Was ist denn da los? So, weg hier. Also ich weiß nicht, inwiefern die gegebenenfalls tatsächlich andere Zombies anlocken, aber wenn dem so sein sollte, dann mache ich die doch lieber eben weg, als wenn ich jetzt hier die nächsten gefühlten 30 Minuten keine Ruhe habe, weil ständig irgendwelche Zombies auf der Matte stehen, ne? Oh, Kleber. Da kann ich dann nochmal wieder... Das wird zerlegt, bitte. Das wird zerlegt. Das wird hergestellt. Ab dafür. So, waren das jetzt hier endlich mal alle Zombies... Was willst du, Schwein? Echt, das macht die Sau doch extra. Nur um mich zu ärgern. So, das ist das. Dann gucken wir doch mal hier so rein. Nix, das fängt ja schon mal gut an. Tokens und Geldscheine. Ja, das wäre schon netter gewesen, wenn ich die behalten hätte, aber... Da muss ich jetzt einfach Prioritäten setzen. Da sind mir andere Sachen doch weitaus wichtiger als dieses blöde Geld für den Händler dann. Was ist da denn Nettes drin? Rebar Frames? Echt jetzt? Kann ich gleich schon wieder raus zum Minibike und hieraus kann ich jetzt erstmal nichts machen. Das wird zerlegt. Das kann ich nicht trinken. Hm. Echt jetzt? Dann gucken wir mal hier in den Schrank und da lasse ich jetzt mal die Sandwiches und das verrottene Fleisch fürs nächste Mal liegen. So, weil dann kann ich nämlich hier aus der Spitze jetzt wieder gleich einen Bolzen herstellen. Dann kostet mich das keinen Platz. Ich werde eine Feder los. Oh, was war das denn? Das kenne ich schon. Vollstreckermagazin. Aber das gibt Gunsmithing. Ja, sehr schön. Das sind gleich schon wieder zwei Sachen. Oh. Ich merke schon, das wird eine Zerlegeorgie hier. Das kann gleich weg. Das muss ich aufkloppen. Ja, die behalte ich mal lieber. Was ist hier drin? Weil gerade in solchen Läden sind die Müllhaufen mitunter Gold wert, tatsächlich. Ach, Quark. Nee. Ja, so. Dafür habe ich jetzt keinen Platz. Das muss dann jetzt irgendwas... So ist es halt eben. Irgendwas wird immer drunter leiden. Und in diesem Falle ist es halt nun mal einfach... Da ist ja noch Metall vor. In diesem Fall ist es nun mal einfach eben dieser komische Kram, mit dem ich gerade nichts anfangen kann. Dann werfen wir nochmal einen Blick ins Klo. Oder so. Dann tauschen wir das gegen dieses hier. Hier... Machen wir gleich schon mal wieder einen Bolzen. Dann kann ich den Honig wieder mitnehmen. Oh.
Wie viel Vitamine, ey? Den Topf kann ich zerlegen. Ich bin ja mal tatsächlich sehr gespannt, ob ich den Spielstand so mitnehmen kann in die Alpha 16. Oder ob es dann doch besser wäre, da von neuen anzufangen. Wie lange brauchst du jetzt noch? 9 Sekunden. Oh. Was? On a wrench? Okay. Nein, die Scheiße kann mal schön hier bleiben. So, jetzt müsste ich hier wieder neue. Nee, da wollte ich nicht rein. Das ist leer, das ist leer. Das hier. Wollte ich. Achso, hier wollte ich jetzt das draus machen. Das wollte ich hier wieder mit rausnehmen. Hier habe ich noch die drin. Die zerlege ich gleich. Ja, ich zerlege sie. Genauso wie ich das hier zerlege. Habe ich da noch was im Müll? Ja, hier wollte ich nämlich. Jodet altet Klebeband. Und deswegen hatte ich das nämlich schon mal angeschmissen, das Klebeband. Muss ich nur darauf achten, dass ich dann immer genügend. Wo war sie denn jetzt hier? Dass ich immer genügend Stoff habe. Zerlegen. So, ja, dann war es das hier, glaube ich, auch. Sit. Und dann gucken wir doch mal, was hier drüben noch so in diesem kleinen Räumchen für uns versteckt ist. Ich habe auf die Axt gewechselt. Dankeschön. Ein paar Kisten. Wie schön. So. Ein Messschieber. Ja, sehr cool. Das kann weg. Was mache ich jetzt mit dem Messschieber? Dem süßen kleinen Messschieber. Ach, komm. Darauf trinken wir doch einen. Den Hammer können wir auch zerlegen. So viele Reaper-Frames. Und das Gute ist, die brauchen wir ja auch noch. Das heißt, die brauche ich dann gar nicht erst herstellen. Na gut, ein Teil werde ich. Ich komme mit den paar Frames wahrscheinlich nicht zur Rande. Aber das finde ich ganz praktisch. Das greift uns jetzt ein bisschen unter die Arme. Ne? So. Was ist denn hier drin? Reparaturkits. Die muss ich dann mitnehmen. Da. Brauche ich eine Hartmetalltür? Ach, Quark. Die kann ich, glaube ich, auch nicht zerlegen, aber die kriege ich auch noch woanders her. Was haben wir hier noch drin? Nix. Hier? Nix. Das finde ich gut. Und hier? Nix. Einen Tresor. Wahrscheinlich ist da jetzt ganz, ganz toller Kram drin und den können wir alles nicht mitnehmen, weil die Taschen schon wieder so voll sind. Naja, zur Not müssen wir dann halt eben wieder vorne. Ganz, ganz toller Kram. Ja, nee, ist klar. So, das wollte ich nicht, aber hier diese Reparaturkits. Gut, dann lassen wir die Eier da. Und dann gehen wir nochmal raus zum Minibike. Na, ja, oh, ja. Na, oh. Wo habe ich denn geparkt? Ach, da. Oh, sieht ruhig aus hier. So. Haben wir noch irgendwas, was stecken kann? Ach ja, hier, die können da noch rein. Ein Fass habe ich nicht gefunden. Das Wasser, ja, das wird sich hoffentlich gleich austrinken. Das Bier hätte ich da noch mit rein stecken können. Ja gut. Schade, Pech, brauche ich noch einen Amboss. Den kann ich mir endlich selber wieder herstellen. Also könnte ich den auch theoretisch so nachgetankt ist. Den kann ich eigentlich auch. Ach komm. Ja, den zerlege ich. Packe ich hier lieber die Reparaturkits. Nee, den Kaliper tue ich da lieber rein. Und dann. Hä? Gucken wir da jetzt nochmal in die Tankstelle. Ach nee, wir fahren jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter und gucken mal, was diese Stadt sonst noch so für uns bereithält. Ich will gerne einen Buchladen haben. Verflucht. Zerstörtes Biom, das heißt Hunde. Wenn man vom Teufel spricht. Ugh. Nee. Also irgendwie, entweder bin ich tatsächlich zu blind. Oh cool. Was ist das denn? Ein Stück Autobahn oder sowas? Aber ein Buchladen ist jetzt hier irgendwo nirgendwo. Hm.
Also Xerberos, wenn du da jetzt irgendwie sagst, ah, du bist schon 300 Mal vorbeigefahren, oh, der befindet sich da hinten links, da hinten rechts, keine Ahnung wo, dann sag ruhig gerne nochmal Bescheid. Aber irgendwie will sich mir jetzt hier gerade kein Buchladen offenbaren. Das finde ich sehr, sehr schade. Irgendwie. Da gibt es ja noch so viel zu looten und zu holen, ne? Anhalten bitte. Absteigen bitte. Kurz umgucken. Aber jetzt waren wir tatsächlich einmal durch. Was ist das laut hier? Ah, hier ist ja nur das... Lächelt es aus. Hier ist ja nur das Beerdigungsinstitut. Drüben ist noch ein Diner. Das Pop and Pilz. Ja, ja, guten Tag. Hier ist noch ein Haus, ein normales. Jetzt haben wir da eine Bank. Da sind natürlich noch einige Tresore drin. Ne? Da gäbe es also auch noch was zu holen. Ein Essensladen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube... Na, willst du hier bitte jetzt mal dieses Auto umrunden? Dankeschön. Wir halten jetzt hier einfach mal in der Bank. Müssten dann gleich nochmal bei der Bank irgendwie so eine Kiste uns da oben hinstellen. Oh, Glückstreffer. Und dann, ja, gucken wir mal. In der Bank sind natürlich noch ein ganzer Sack voll Tresore. Die würde ich ja ungerne, ungelootet hier so einfach so zurücklassen irgendwie. Was gibt hier noch Nettes? Och, der bringt, glaube ich, ganz schön viel, ne? Ja gut, dann ab dafür und du hierher und daraus kann man wieder Klebeband machen. Ach, dieses Gewässer hier in der Gegend ist echt laut. Sehr schön, da ist nichts drin. Sonst noch hier irgendwas ohne... Ne. Gut, dann gehen wir doch einfach nochmal in die Bank hinein. Hier vielleicht schon irgendwas offen? Ne? Hm. Sicherheitsglas. Oh. Das ist praktisch. Wir hätten nämlich auch einfach durch die Tür gehen können. Naja, gut. Was soll's. Und dann nehmen wir jetzt hier mal die ganzen Sofas mit Leder und so. Das hier können wir reparieren. Reparieren. Und dann muss ich jetzt hier gerade nochmal irgendwas anderes auslagern, damit ich das nämlich zerlegen kann und die Mütze wieder zurücknehmen. Die Knochen. So, die Stühle lasse ich jetzt einfach mal Stühle sein. Nicht? Das ist jetzt sekundäre Priorität. Ein Mützi. Ein blauer Mützi, der bringt auch nicht so viel. Also wird er auch mal wieder zerlegt und mitgenommen. So, der sitzt aber auch komisch hinten in der Ecke. Nix drin. Hm. Hier vorne sind wenigstens noch alle Türen zu und alle. Ah, hier drüben jetzt nicht so, ne? Können wir sie zumachen? Weil es bringt es uns, wenn wir die eine Seite dicht machen und die andere steht hier sperrangelweit offen. Habe ich das Licht an? Ne, habe ich nicht. Gut, dann, wo waren wir? Waren wir hier schon drin? Hier waren wir noch nicht drin. Da steht noch ein Sofa. Also waren wir hier noch nicht drin. So, ja. Schöne Cowboy-Boots. Leder. Die reparieren wir doch gleich mal. Und, ah, die bringen nur 81. Aber die Knochen nehme ich jetzt wieder mit. Da kann man nämlich wunderbar Kleber draus schmelzen. So, hier drüben noch irgendwas zu holen. Nix. Die kann ich auch gleich mal eben flugs zerlegen. Ach, hier sind ja noch Sitzecken. Schönes Leder. Das lasse ich doch hier nicht so verkommen. Ne, das war nur dreckiges Wasser und... Trübes Wasser. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. So, die wird jetzt mal zusammensetzen. So, und jetzt müsste ich da auch
die ganzen Schuss rausgeholt haben, hoffe ich doch. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was ist hier drin? Ach, trübes Wasser. Nee, ein bisschen Blei. Was auch immer das hier im Waschbecken macht. Aber gut. Vielleicht hatte da ein Mitarbeiter eine sehr, sehr seltsame Vorliebe für Blei. Tokens. Also ich weiß gar nicht. Gut, jetzt zu sagen, nicht, dass wir sie nötig hätten, wäre, glaube ich, ein bisschen blöde, weil irgendwann wird der Tag kommen, da gibt es dann viele tolle Sachen zu kaufen beim Händler und dann kann man nie genug Tokens haben. Von daher, was soll's, nehmen wir's mit, das Zeug, ne? So, die hatte ich, glaube ich, schon hier vorne, ja. Tresore. Dann Kiste, glaube ich, irgendwie machen wäre ganz praktisch. Haben wir hier nicht noch irgendwo in die Kasse? Packe ich erstmal kurz die Patronen rein. Damit wir hier eine gesicherte, voll gesichert, aber gut, diese komische Kiste machen können. Und die hängen wir uns jetzt mal hier oben über die Tür an die Wand. Ich hoffe, da kommt da jemand ran. Ich hoffe nicht. So, was können wir denn? Worauf können wir denn mal am ehesten? Ja gut, die Schienen muss ich nicht mitnehmen nach Hause. Das Tierfett könnte ich auch erstmal hier lassen. Das Wasser trinke ich jetzt einfach, dann habe ich da schon wieder einen Platz frei. Die Parts lasse ich jetzt erstmal hier. Die Machete kommt wieder nach da unten. Und dann gucken wir einfach mal, was diese Tresore jetzt hier so... ne? Und so... so drin haben. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt eigentlich auch schneller, dadurch, dass ich diesen Bergarbeitermeister da geskillt habe? Ich weiß es nicht. Schrotflintenschaft, Schrotflintenteile. Kann ich Schrotflinte schon zusammensetzen? Dann zusammensetzen. Sehr schön. Braucht das Ganze nämlich nur einen Platz. So. Ha. Das sind immer die kleinen Triumphe, über die man sich am meisten freut. Das ist aber eine sehr müßige Arbeit. Ich glaube, die hier draußen... was haben wir hier? Bauplan, Jagdgewehr. Na gut. Können wir euch lesen. Das können wir zerlegen. Ja gut, der 56. Also damit kann ich ja noch nicht mal irgendwas reparieren, so schlecht wie das ist. Also da wird ja... da geht ja gar nichts sozusagen. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, die hier draußen können wir jetzt noch eben, glaube ich, zusammen aufschlagen. Und dann kloppe ich mich einfach mal durch die Steinwand, kloppe die Tresore da drin einmal auf und schalte euch dann gleich einfach wieder dazu, wenn wir da reingucken. Dann müsst ihr jetzt hier nicht die ganze Zeit mir dabei zugucken, wie ich auf irgendwelche Metallteile schlage. Ich stelle gerade fest, ich glaube, wir brauchen, wenn wir zu Hause sind, auch mal wieder eine neue Axt. Oh, was ist so denn? Ein Jagdgewehrschaft. Aber, nee. Also graue Sachen, die da brauche ich, glaube ich, mir gar nicht erst den Kopf machen und die einzusammeln. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Spaß. So, das war's. Ja, das kostet mich nur einen Taschenplatz und dafür ist es echt marginal, was die mir dann tatsächlich im Endeffekt bringen. Also von daher, nee. So, der letzte Tresor für hier draußen. Es ist 10.55 Uhr. Von daher haben wir dann tatsächlich sogar auch noch viel vom Tag. Also dann in der Jagdgewehrteile. Du bist eine Schrotflinte, ne? Ja, schade. So, jetzt müssten, glaube ich, alle hier draußen auf sein. Wenn ich keinen vergessen habe, genau. Und dann, kloppe ich mich hier einfach mal durch. Und wir sehen uns dann gleich wieder, meine Lieben. So, Leute, die Tresore sind jetzt hier alle aufgekloppt. Und jetzt kann ich die Spitzhacke auch wieder in die Hand nehmen. Und merkwürdig finde ich eigentlich, sind doch hier oben immer auch nochmal eine Reihe Tresore. Oder irre ich mich da? Kann natürlich sein, dass es irgendwie eine Kleinstadtbank ist und die braucht nicht so viele Schließfächer oder sowas. Ich weiß es nicht. Dann gucken wir doch jetzt mal rein hier. Das fängt ja schon mal gut an. Da ist Mist. Ja. Das
Das waren, glaube ich, Jagdgewehrteile. Genau, die Steine können schon mal wieder weg. Und dann setzen wir das Ganze mal zusammen hier. Dann brauchen wir hoffentlich auch nicht so viel Plätze verballern hier. Was ist das? Langer Schrotflintenlauf. So, und dann fängt es nämlich schon wieder an. Schrotflinte zusammensetzen. Kriege ich den da rein? Kriege ich das? Schon mal gut. Ja, dann kann ich nicht das hier mitnehmen. Oh. Ja, das lese ich. Was bist du? Schrotflinten. Schafft. Habe ich hier schon einen drin? Habe ich auch einen besseren? Dann kann ich den auch getrost. Na endlich! Na endlich! Da ist er doch, der gespickte Knüppel. Oh. Ich meine, ich bin nicht der große Knüppelmeister, das wisst ihr selber, ne? Aber wenn, dann wollte ich ja wenigstens die ganze Zeit so ein Ding haben, damit, wenn ich schon Schaden verursache, ab und zu mal, dass es dann vernünftiger Schaden ist. Gut, die lesen wir jetzt ja auch mal hintereinander weg. Und jetzt endlich, endlich kann ich ihn. Kurzer Schrotflintenlauf. Schrotflinte, da habe ich, glaube ich, schon den langen drin, ne? Ja. Und da waren sie schon wieder, meine drei Probleme. So, das kann ich zerlegen. Was ist das hier? Kurzer Schrotflintenlauf. Was habe ich hier für einen drin? Einen richtig schlechten. Dann lasse ich die Antibiotika mal eben hier. Nehme das Ding raus und zerlege das. Schließen. Gehe hier wieder rein. Nehme den Schrotflinte. Zusammensetzen. Baller den da rein. Ich habe doch gerade einen da rausgenommen. Warum kann ich den denn da jetzt nicht reinsetzen? Oder hatte ich einen langen Schrotflintenlauf rausgenommen? Kurzer Schrotflintenlauf, kurzer Schrotflintenlauf. Dann weiß ich es nicht. Dann bin ich verwirrt. Dann ist das so. Nee, die ist leider auch. Auch wenn vielen von euch jetzt das Herz blutet, aber dafür ist mir einfach das Zeug zu schlecht. Das, nee. So, Licht aus. Und dann gehen wir hier mal raus. Was hatte ich jetzt hier oben reingetan? Gerade eben erst gemacht und schon wieder vergessen. Ja, dann war das doch hier unser kleiner Banküberfall. Wobei ich glaube nicht, dass das irgendjemand noch gebrauchen kann, was wir da jetzt rausgeholt haben. Außer vielleicht ein anderer Überlebender. Haben wir hier irgendwas im Wagen, was stackt? Munition nicht. Ne. Öl. Öl hatte ich nochmal eingesammelt. So, jetzt hätten wir theoretisch noch Platz mehr. Sonst noch irgendwas, was ich hier die ganze Zeit übersehe, was stackt? Bier habe ich keins eingesammelt. Hier ist noch der Korb, den wollte ich noch verbessern. Das klang schon wieder so, als wäre hier irgendjemand auf dem Weg zu mir. Dann nehmen wir doch einfach mal die Tür. So, dann gucken wir nochmal eben hier oben. Dann nehme ich, glaube ich, das Tierfett nochmal mit. Ja, glaube ich doch. Stofffetzen. Könnte ich jetzt ja... wie viel habe ich? 9. Da brauche ich 8 für. 8, 4. Verbände. Mal gucken, ob ich dafür... Nee, das braucht 5 Sekunden, ne? Weil meine Idee wäre es jetzt gewesen, was herzustellen, um es dann hinterher abbrechen zu können. Aber nee, komm. Dann lassen wir die Kiste hier. In der Hoffnung, dass ich... In der Hoffnung, dass ich mich dann irgendwann wieder daran erinnern kann, dass wir da eine Kiste hingemacht haben. Aber ansonsten könnte ich doch eben auch kurz auf der Karte, bitte. Ich gucke jetzt hier auf die Bank. Da machen wir jetzt hier einfach Ölpunkt speichern. Mal wieder das ominöse X. Und dann ist das wieder unsere Lootbox. Aber bitte groß geschrieben, sonst sieht es doof aus. Lootbox. Gut. In jeder Stadt eine Lootbox. Und dann verabschiede ich mich von euch. Sag vielen, vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Ich werde mich jetzt auf mein Moped schwingen und dann mal eben kurz nach Hause düsen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Vielleicht auch schon in der Alpha 16. Man weiß es nicht. Bis dahin sage ich danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.